Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Heute zeige ich euch, wie man einen leckeren alkoholfreien Cocktail selber machen kann. Für den Cocktail braucht man Pfirsichsaft, Orangensaft und Grenadinsirup. Das kann man alles ganz einfach im Supermarkt kaufen. Außerdem habe ich hier Gläser, einen Cocktailmixer, man braucht den aber nicht dringend, man kann das Ganze auch so mischen, einen Löffel, Strohhalme und hier habe ich noch ein Stückchen Aluminiumfolie und Washi-Tape, um die Strohhalme zu verzieren. Das will ich euch auch noch zeigen. Eine Schere und hier habe ich gecrushedes Eis. Das waren erst Eiswürfel und die habe ich in diese Tüte getan, fest zugemacht und dann immer auf die Arbeitsplatte geschlagen, bis das klein ist. Also man muss nicht extra gecrushedes Eis kaufen, man kann auch diese Eiswürfel selber klein schlagen. Als erstes habe ich das Eis gleichmäßig auf 5 Gläser verteilt. So, jetzt gebe ich in meinen Cocktailshaker die Hälfte Orangensaft und die Hälfte Pfirsichsaft. Also da kann man wirklich Hälfte, Hälfte mischen. Und wenn ihr das nicht in so einem Cocktailshaker mixt, dann könnt ihr das ja auch abmessen. Also immer die gleiche Anzahl von Orangensaft wie Pfirsichsaft. Wer jetzt nicht so einen Shaker hat, kann das auch einfach zum Beispiel direkt in die Gläser schütten und dann in dem Glas mit einem Löffel umrühren. Ich werde das Ganze jetzt erstmal hier mit umrühren, aber das mache ich lieber nicht auf meinem Basteltisch. Nicht, dass ich hier noch den Orangensaft verschütte. So, das Ganze ist jetzt gut gemischt, ist sogar richtig schaumig geworden und das verteile ich jetzt auch wieder gleichmäßig auf die Gläser. Ja, das reicht noch nicht. Ich mache noch eine Portion fertig. So, die Gläser sind jetzt alle gut gefüllt. Jetzt kommt der Sirup noch dazu. Dafür fülle ich den Sirup hier auf einen Löffel, auf einen Esslöffel. Und dann lasse ich den wirklich ganz vorsichtig hier so ins Glas reingleiten. So, und dann sieht man schon, unten ist das Ganze jetzt rot und oben orange, also so ein schöner Übergang. Die Cocktails sind jetzt fertig. Jetzt mache ich auch noch schnell die Strohhalme fertig. So, das Stückchen Aluminiumfolie schneide ich einfach hier komplett immer so ein, ganz fein. So. Das kommt jetzt hier direkt unter diesen Knick von dem Strohhalm. Da wickele ich das einmal schön drum. Schön stramm. So, und hier unten kommt dann noch ein Streifen Washi-Tape drum, um das Ganze zu befestigen. Am besten so ein bisschen mit auf den Strohhalm draufkleben. So. Jetzt kann man das hier oben noch ein bisschen formen, ein bisschen in alle Richtungen biegen. Das hält ja sehr gut mit der Aluminiumfolie. Den Strohhalm kann man sich noch klicken und fertig. So, die mache ich jetzt noch für die anderen Gläser und dann kann die Cocktailparty losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer Silvesterparty, falls ihr eine habt. Das ist wirklich ein richtig leckerer Cocktail. Ist auch gesund, mit viel Saft drin und ohne Alkohol. So, mein Cocktail ist schon fast alle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingscocktail ist. Ich mag auch total gerne die Cocktails ohne Alkohol.
ist ja auch wirklich besser und gesünder. Und die schmecken richtig schön fruchtig und diesen hier mag ich wirklich richtig gerne. Den habe ich schon häufiger jetzt auch gemacht, so in ähnlichen Varianten. Und ja, was ist euer Lieblingscocktail? Trinkt ihr überhaupt gerne Cocktails oder macht ihr euch auch manchmal irgendwelche Mischgetränke, dass ihr euch Mineralwasser mit irgendeinem Saft mischt oder so? Das könnt ihr alles mal in die Kommentare schreiben. Tschüss!